Der VfB Stuttgart gewinnt zum Auftakt des 27. Spieltages in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend mit 2:1 in Freiburg. In der Champions League dürfen die Bayern im Viertelfinale gegen Sevilla ran. Leipzig spielt in der Europa League gegen Marseille. Und gestern ist Dortmund sang- und klanglos aus demselben Wettbewerb ausgeschieden. Der HSV hat nun 49 Tage, nachdem er einen Trainer eingestellt hat, diesen Trainer auch wieder entlassen. Und viele sagen, lass dir mal einen Neubeginn in der zweiten Fußball-Bundesliga machen. Ist das wirklich so einfach? Herzlich willkommen zum Kicker TV Talk, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Über diese ganzen Themen werden wir heute in großer Runde diskutieren. Und wenn es sowas wie ein All-Star-Setup oder Line-Up gibt für einen Moderator, dann ist das heute sicherlich so. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Thorsten Fink. Als Spieler ist er Champions-League-Sieger geworden, viermal Meister mit den Bayern. Und er war Trainer der letzten guten Saison beim Hamburger Sportverein, Platz 7. Und das ist gerade mal 5 Jahre her. Danach folgten nur noch Abstiegskampf und 9 weitere Trainer, kann man sich fast nicht vorstellen. Jens Keller ist da, Trainer in Stuttgart, auf Schalke, zuletzt Union Berlin. Dort im Dezember völlig überraschend auf Rang 4 entlassen. Aktuell ist Union übrigens auf dem 8. Platz. Er weiß, was den HSV in der zweiten Liga erwarten würde. Fritz von Thurn und Taxis begleitet die Fußball-Bundesliga seit 1971. Da spielte noch ein gewisser Uwe Seeler für den HSV. Wie sehr würde ein Abstieg des HSV der Bundesliga schaden? Giovanni Elber, auch er Champions-League-Sieger 2001 mit dem FC Bayern München, viermal deutscher Meister. Wie sehr würde er denn den Dino HSV vermissen? Und nicht zuletzt Timo Müller, Nordbüro des Kicker und auch für die Hamburger zuständig. 3 Trainer und nur 3 Punkte in 2018. Erkennt er eine zukünftige Strategie? So, das sind die Themen heute, das sind die Gäste und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ganz kurz noch zum Freitagsspiel, das wir gerade gesehen haben. Die Stuttgarter haben tatsächlich schon wieder gewonnen und wir haben viel über Abstieg geredet in den letzten Wochen. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte bis zum Europa-League-Platz 6. Da steht derzeit Leipzig. Ein Wahnsinn, was in Stuttgart passiert. Der Schwabe prädestiniert, diese erste Frage zu beantworten. Was passiert da gerade in Stuttgart? Ja, Taifun Korkut hat irgendwo den richtigen Hebel bei der Mannschaft getroffen, ja, und hat der Mannschaft, wie man es heute gesehen hat, eine unheimliche Defensivordnung beigebracht. Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, die Reihen waren 10, maximal 15 Meter auseinander. Freiburg hat es nicht geschafft, in die Zwischenräume zu kommen. Und er hat defensiv, hat die Mannschaft sehr, sehr gut gearbeitet und hat auch ein gutes Umschaltspiel noch gehabt, hat noch 3, 4 ganz gute Möglichkeiten sich rausgespielt und das Spiel, glaube ich, heute hochverdient gewonnen. Thorsten, das versuchen andere Trainer auch, zu kommen, zu retten und so erfolgreich zu sein wie der Taifun Korkut. Welche Qualitäten bringt der mit? Ein Trainer, den am Anfang keiner wollte. Ich habe es noch nie erlebt, dass Fans einen Trainer am ersten Arbeitstag so angeschwiegen haben und dass eine Vereinsführung einen Trainerwechsel so erklären musste. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Es war sicherlich außergewöhnlich, aber ich finde es halt einfach top, wie er mit der Situation umgegangen ist, wie er die Mannschaft trotzdem geformt hat zu einer Einheit, sich nicht nervös hat machen lassen. Man hat ja das Interview gehört von Mario Gomez, wo er gesagt hat, dass er trotzdem ruhig geblieben ist, seine Linie durchgezogen hat. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und man sieht, die Mannschaft spielt hervorragend, spielt sehr, sehr diszipliniert, also unheimlich laufstark. Und man sieht absolut sofort die Handschrift. Ja. Spielen die, was sie können, Giovanni? Auch mal in Stuttgart gespielt, damals Mitglied des magischen Dreiecks, dieses berühmten magischen Dreiecks. Ja, es war eine schöne Zeit bei VfB Stuttgart gewesen und ich habe mich heute riesig gefreut über dieses Sieg und vor allem Derby gegen Freiburg. Und man sieht, also VfB hat wieder Lust, am Fußball zu spielen. Klar, es geht nach vorne, ist noch gar nichts erreicht, aber die haben nur Luft nach oben. Sind die so gut, weil sie spielen, was sie können, Fritz? Auch, aber vor allen Dingen die Mischung. Das hat man ja am Anfang schon gesagt, nicht? Da sind einige sehr junge, talentierte Leute drin, mit einigen erfahrenen, Bartstuber, Aogo, Beck, die ja heute auch gespielt haben. Und Gentner natürlich ist ganz wichtig. Ich finde, ich habe Korkut kennengelernt schon als Trainer in Hannover. Er ist ein sehr sachlicher Mann. Das ist keiner, der Theater macht an der Linie. Sachlich, fachlich. So hat er in Leverkusen gearbeitet, auch im ersten Jahr in Hannover.
Also so einen kann man nehmen. Wir haben vorher schon mal besprochen, ein Trainer muss wissen, was er spielen kann, welche Mannschaft hat er zur Verfügung, welche Typen hat er zur Verfügung. Das erkennt er sehr klar, das setzt er um, das läuft gut. Der hat 17 von 21 Punkten geholt, das ist sensationell. Mhm. 5 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, das ist die Bilanz. Das sind 17 Punkte. Das sind 17 Punkte, gut gerechnet. Ich wollte es noch ein bisschen aufschlüsseln und wollte dir zeigen, wie immer, Fritz, dass ich dir an den Lippen hänge. Was noch ein bisschen aufdröseln. Ja, ist ja gut. Also 7 Spiele, keine Niederlage. Das würden sich andere bestimmt auch wünschen. Lass uns nicht lange über dieses Spiel reden, aber über 2 Protagonisten. Mario Gomez, heute war der Bundestrainer im Stadion Joachim Löw. Und der Gomez, der haut dieses Ding 2-mal rein und keine große Kunst. Aber solche Tore musst du schießen und du musst auch diesem Druck standhalten. Wie ist die Leistung von Mario Gomez, Timo, heute zu beurteilen? Ja, er hat absolut das erfüllt, was er machen muss. Hat seinen Torinstinkt gezeigt. Er war da, wo ein Torjäger sein muss. Clever. Die Flanke kam, beide Flanken kamen auch sehr gut, aber er war eben da und hat das souverän gemacht. Eine perfekte Leistung für einen Mittelstürmer in dem Spielsystem auch, das der VfB Stuttgart spielt. Und so ist er eben für den VfB auch Gold wert. Und eine bessere Empfehlung hätte er heute auch dem Jogi Löw nicht geben können. Darf ich noch ergänzen? Natürlich. 6 Tore jetzt und 2 vorbereitet. Alle in Auswärtsspielen, alle unter Korkut. Das ist die Versicherung für den VfB Stuttgart. Und weil du sagst, Jogi Löw, nach dem 2. Tor hat Jogi sein Buch zugeklappt und ist nach Hause gegangen. Das hat alles gesehen, was er sehen wollte. Also, das heißt, er hat einen Haken gemacht? Ich glaube, er hat einen kleinen Vorteil gegenüber Wagner, der auch sicherlich sehr gut passen würde, das ist ganz keine Frage. Aber wir haben noch 8 Spiele, 7 jetzt, das werden wir sehen. Ja, Fußball ändert sich ja bekanntlich richtig schnell. Vorgestern war ich noch im Studio, da habe ich gesagt, Wagner würde ich mitnehmen und jetzt schießt er 2 Tore. Also es geht sehr schnell im Fußball und wie gesagt, Mario Gomez scheint doch in der Topform zu sein. Und wie gesagt, er hätte auch noch mehr Tore machen können. Er hat 2-3 Mal den Ball schlecht angenommen, macht aber trotzdem noch 2 Tore heute. Das zeigt mir den Torjäger natürlich auch aus. Man sieht, dass du lange mit Franz Beckenbauer zu tun hattest. Der hat dann auch irgendwann mal gestern habe ich das gesagt, aber heute ist das einfach so. Es ist einfach so. Timo, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, bitte. Durch die Vergangenheit glaube ich auch, dass Mario Gomez bei Jogi Löw einfach ein höheres Standing hat als Sandro Wagner. Das hat man auch immer wieder gesehen, dass Joachim Löw, wenn es geht, auf die Leute setzt, die er kennt. Der Mario Gomez hat auch bei der Euro 2016 eine entsprechend gute, wichtige Rolle gespielt. Und wenn er jetzt in Normalform ist, dann denke ich, wird Joachim Löw sich für ihn entscheiden. Es gibt eine wunderbare Statistik, er hat einen Rekord aufgestellt heute. Er hat zum 54. Mal in seiner Karriere das 1:0 erzielt. Wir wissen alle, wie wichtig ein 1:0 ist. Das ist vorher keinem gelungen. Kießling hatte den bisherigen Rekord, die Statistiken sind einfach schön, 53 Mal, also das 1:0 erzielt. Ein Satz noch zu Nils Petersen, das war eher ein Elber-Tor, kein Handwerker-Tor. Was sagt er zu dem? Also das war Wahnsinn, der war eiskalt vor dem Torwart und das ist gut so, weil viele Mittelstürmer versuchen dann mit voll Wucht drauf zu hauen und er hat genau angeschaut schon vorher, wo der Torwart steht und Torwart warte auch, dass der hart schießen und dann der hat nur einen Lupfen gegeben. Also es war sehr schön, aber ja, leider keinen Punkt geholt. Hat der Jogi Löw da auch hingeschaut, jetzt mit 13 Toren der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga? Ich glaube, dieses Tor, was der geschossen hat heute, wir waren ja begeistert alle. Ne? Jens Keller konnte es gar nicht fassen. Ne? Also so ein Tor hättest du nicht schießen können. Ne? Nee, da wäre ich gar nicht in der Lage gewesen. Meine Beine hätten das nie hingekriegt. Aber ich muss sagen, die haben ja 6-mal 0-0 gespielt und schießen kaum mehr als ein Tor Freiburg. Wenn der Gegner 2 schießt, ist das Spiel meistens verloren. Aber von den 26 hat er 13 geschossen und den Rest haben sie über Standards gemacht. Also es sind schon sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten, die Freiburger. Daraus machen sie sehr viel. Ich glaube auch, dass sie die Liga halten werden. Aber heute hat der VfB Stuttgart eindeutig verloren. Aber wie gesagt, das Spiel stand so ein bisschen im Anschein der beiden Torjäger. Die haben ihre Rolle erfüllt. Beide. So, wir haben Jens Keller angesprochen. Ich kram jetzt mal ein bisschen und seinen Torriecher. Wir haben gekramt und haben ein Tor gefunden von Jens Keller. Wir schauen es uns mal an. Vielleicht kannst du selber was dazu sagen. Unfassbar. Zumal das war mein erstes Spiel, nachdem ich zurückgekommen bin von Wolfsburg.
mein erstes Spiel, Freitagabend spielen, ich mache ein Tor und dann denke ich, ach, dieses Jahr läuft's, dann macht's ja noch ein paar. Das war mein letztes in den 2 Jahren, wo ich da war. Das war in der Saison 1998-99, das Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Das Tor zum 1:0 und ausgegangen ist es 2:1 für den VfB Stuttgart. Aber wir müssen ja noch sagen, so viele junge Leute, die jetzt vielleicht zuschauen, die haben den nicht spielen sehen. Der war natürlich eher ein Abwehrmann. Ne? Also nicht gerade ein Sechser, du hast doch noch ein bisschen weiter hinten gespielt. Ja, aber da habe ich Sechser gespielt, Winnie Schäfer hatte eine Idee. Und es hat im ersten Spiel gleich geklappt, aber er hat mich irgendwann dann wieder hinten reingestellt. Aber so viele Ideen hatte ja der Winnie Schäfer damals gar nicht. Ne? Ja, aber die war ja gut. Das war ja bald vorbei. So, ja. Wenn wir gerade so unter uns sind und da sitzen, Giovanni Elber, wir haben ein Tor gefunden, Bayern-Wolfsburg, das Torjubel zum 2:0, da kommt der Giovanni gleich an den Ball. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Und dann hat das Tape nicht gesehen. Sag ja, dann lass mal so ein einwickeln. Das Schlimmste war dann später, weil Carsten Janka ist oben drauf. Oh mein Gott. Und hat richtig draufgeschlagen. Also viel Sand im Mund, in den Augen. Aber es war schön. Und heute sieht man noch gerne. Und der Thorsten Fink war im Stadion mit dabei, ist eingewechselt worden im Spiel. Ich weiß nicht, ob du schon drin warst, aber du hast es auf alle Fälle gesehen. Was hast du gedacht, als der Typ sich im Teppich einwickelt? Ja, aber Giovanni war ja immer bekannt dafür, dass er was Außerordentliches gemacht hat. Und von daher war ich gar nicht überrascht. Wir haben ein Tor gefunden von Thorsten Fink. Dann machen wir es zu und dann machen wir es auch rund. KSC gegen Köln. Muss ich schauen. Das Tor zum 2:1. Das war eine Bombe war das. Und schau mal, die Matte an. Ja. Der Torjubel kann sich auch sehen lassen. Auf die Knie gegangen und ganz mit dem lockeren Handgelenk und mit dem Zeigefinger. Aber der Thorsten Fink war natürlich eine als Sechser gespielt, aber 40 Tore in der Bundesliga. In der Champions League ein Tor, haben wir nachgeschaut vor der Sendung nochmal. Ein Tor immerhin. Ich weiß gar nicht. Doch. Ist bestätigt. Ich hätte mehr gemacht. Nein, ist bestätigt. Aber das war natürlich wertvoll, weil ein Sechser heutzutage schießt natürlich nicht so viele Tore. Der Jeremis, dein Konkurrent auf der Sechs, der kommt auf so eine Zahl natürlich gar nicht. Kam gar nicht auf so eine Zahl. Ja, Jens war schon gut, er war halt immer verletzt. Na ja, gut. Deswegen habe ich ja immer gespielt. Also, wir haben wunderbare Tore gesehen, jede Menge Spaß gehabt. Werden wir jetzt hoffentlich auch haben. Lass uns einen Haken machen hinter das Freitagsspiel. Stuttgart orientiert sich eher nach oben. Freiburg muss weiter kämpfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Champions League-Auslosung heute. Bayern spielt gegen Sevilla. Viele denken, das ist ein Selbstläufer. Timo, was denkst du? Ja, ein Selbstläufer glaube ich nicht. Zum einen, wer Manchester United ausschaltet, der hat was drauf. Und Sevilla hat ja zwischen 2006 und 2016 mehrfach die Europa League gewonnen. Dreimal, 14, 15, 16? Diese Mannschaft hat von daher sicher eine Mentalität für diese K.O.-Spiele und auch eine große Erfahrung in diesen K.O.-Situationen. Und da lauert mit Sicherheit eine Gefahr für den FC Bayern. Auf der anderen Seite ist der FC Bayern natürlich gegen Sevilla von der Klasse der Mannschaft her Favorit. Aber es ist ein gefährliches Los. Andererseits ein wirklich einfaches Los hätte es auch nicht mehr gegeben. Ja, das ist halt Jupp Heynckes Glück, muss man sagen. Ja, wir haben schon Besiktas jetzt gehabt und jetzt mit Sevilla. Klar, konnte schon ein starker Gegner sein, wie Madrid oder Barcelona. Sevilla muss man durch, muss man alles geben. Und ich glaube, das Wicht war auch gegen Besiktas. Weil da habe ich gedacht, also, Jupp wird schon andere Spieler spielen lassen, wo nicht oft gespielt haben. Aber nein, in Istanbul also war die Kader, wo er zur Verfügung haben, die beste Spieler stand auf dem Platz. Und dann haben wir auch gewonnen. Und so muss es sein. Also nicht auf lockere Schulter nehmen und sagen, wir sind schon weiter. Also man muss kämpfen, arbeiten und dann schaut man weiter. Du hast den Jupp Heynckes angesprochen. Der ist im Oktober zu Bayern gekommen. Damals 5 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Mittlerweile wissen wir, dass Bayern am Wochenende Meister werden kann. 18 Spiele in der Bundesliga, 16 Siege, ein Unentschieden, 1 verloren. Und in der Champions League 6 Spiele gespielt und 6 Siege. Thorsten, du kennst den Jupp Heynckes auch. Manche haben gesagt, ach, jetzt kommt einer, der ist 72 Jahre alt. Die Trainergeneration hat sich mittlerweile verändert. Vom Laptop-Trainer war die Rede. Anderes Spielsystem, anderes Spiel. Die erfinden es alle neu. Jetzt kommt der in Anführungszeichen und nicht respektierlich gemeint, der ältere Herr und zeigt den Jungen, wie es geht. Wie macht er das, der Jupp Heynckes? Ja, als allererstes Mal geht es ja nicht um alt oder jung, sondern es geht um
gut oder schlecht. Oder das ist ein hervorragender Trainer, der alles erreicht hat, der einfach passt zu dem Verein. Also es gibt ja Trainer, die passen einfach nicht dahin. Er passt dahin. Er hat ja dort gezeigt, was er kann und was er schon geholt hat. Ich glaube, einziger Trainer hat das Triple geholt, ne? Mhm. Also von daher war das der optimale Mann zur optimalen Zeit. Uli Hoeneß wusste das, dass er genau diesen Mann brauchte zu dem Zeitpunkt. Und er hat direkt gezeigt, die Hierarchien in der Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, nicht da waren, meine Meinung. Als er gekommen ist, hat er das gleich mal klargestellt, wer wo erstmal gesetzt ist und hat da die Top-Hierarchien in diese Mannschaft reingebracht und deswegen auch diesen Hunger wieder in die Mannschaft gebracht, weil auch Thomas Müller ist total hungrig wieder auf Tore, auf Siege. Und das ist schon ein Unterschied, denn Thomas Müller hat ja die ganze Zeit auch gar nicht getroffen. Ich glaube, Jupp Heynckes wäre sehr wichtig, dass man an dieser Stelle auch sagt, alles klar, natürlich Jupp Heynckes ist sozusagen der Übervater, aber er hat Peter Hermann dabei, der ja die Arbeit macht mit der Mannschaft. Und das wäre Jupp sehr wichtig, dass wir das auch erwähnen. Jupp ist mehr der Mann, der Mediator, sagen wir mal, oder Moderator, der die Gespräche führt, der motiviert, der dieses Gefühl, diese Nase dafür hat, was, wie kann man dieses oder jenes machen. Und der auch einem Robben sagen kann, Junge, du bleibst heute draußen. Und wenn er noch so grantig und zornig ist. Und er akzeptiert das. Und der Ribéry auch. Und er kann sogar einem Uli Hoeneß sagen, hör jetzt auf, mich unter Druck zu setzen. Und Uli Hoeneß akzeptiert das auch. Wie wichtig ist das bei Bayern? Wer traut sich das? Ja, das stimmt schon. Also das ist ganz wichtig, dass Jupp Heynckes, der hat die Mannschaft in seiner Hand. Also der weiß, die Spieler wissen, was der Trainer macht. Man muss ihn nur anschauen und auf einmal, wie Thorsten Fink gesagt hat mit dem Thomas Müller, auf einmal spielt er wieder den Fußball, wo er vor 2 Jahren gespielt hat. Weil letztes Jahr hat er so eine Pause ausgenommen, war fast selten auf dem Platz zu sehen, sagen wir so, wenn ich sagen darf. Aber jetzt, man sieht, der hat wieder Freude im Fußball. Und dann geht das Ding und dann läuft das. Wir wollen noch mal ganz kurz nach Freiburg gehen. Da sitzen die Kollegen Sammer und Henkel. Und die haben sich auch Gedanken zur Champions-League-Auslosung und natürlich zum FC Bayern München gemacht. Bitte schön. Ja, Wolfgang, wir haben natürlich heute auch diskutiert, als die Auslosung in der Champions League rausgekommen ist, schaut man so drauf und denkt so, oh, die 4 Großen spielen erstmal nicht gegeneinander. Matthias, welche Rolle, glaubst du, werden die Bayern spielen? Ja, ich finde, sie machen das sowohl national als auch international überragend. Sie sind in einer absolut guten Verfassung, können die Spieler auch ein bisschen schonen. Dann jetzt mit dem komfortablen Vorsprung national immer wieder auch ein bisschen Ausblick geben. Pokalspiel dann und Champions League. Jupp Heynckes hat ja sehr, sehr viel Erfahrung. Deshalb glaube ich, dass sie gegen Sevilla Favorit sind. Es ist kein Freilos, überhaupt keine Frage. Sie haben ManU ausgeschaltet, haben ganz interessante Spieler. Aber sie sind Favorit und der Wettbewerb läuft nur über Bayern. Du hast gesagt, dass es positiv ist, ja, dass sie jetzt so einen großen Vorsprung haben, dann auch in der Liga nicht ganz an die Grenze ran müssen. Gibt aber auch Stimmen, die sagen, wie kann ich in der Liga, wo ich nicht groß gefördert und gefordert werde, dann den Schalter sofort in der Champions League umlegen, wo es dann zählt. Haben sie ja bewiesen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, Man City oder Barcelona irgendwann oder Real Madrid. Das wird man dann sehen und du musst dann in der Top-Verfassung sein. Nur Bayern München hat A, erfahrene Spieler. Sie sind total fokussiert auf diesen Wettbewerb, weil sie die Hausaufgaben erledigt haben. Und ich denke, dass sie dann in den entscheidenden Momenten eben möglicherweise mehr Kraft, neben den spielerischen Elementen, mehr Kraftmomente haben. Und das könnte der Vorteil sein. Wie wird es jetzt innerhalb der Mannschaft sein? Weil das wird, glaube ich, die große Aufgabe dann auch von Jupp Heynckes. Ich sag mal, in der Bundesliga, übertrieben, will keiner mehr spielen, weil alle jetzt in der Champions League spielen wollen. Jein, aber das Problem, in Anführungsstrichen, haben sie doch seitdem Jupp Heynckes da ist. Also erstmal mussten sie ein bisschen Rückstand aufholen und dann haben sie das relativ schnell korrigiert. Und dann hat der Trainer ein exzellentes Händchen, spricht mit den Spielern über seine Vorstellungen, hält alle
in Schach, möchte ich sagen. Und alle bleiben fokussiert. Und dann natürlich werden harte Entscheidungen kommen. Aber dadurch, dass jetzt auch schon alle beteiligt waren, fühlt sich dann keiner ausgegrenzt. Und wenn ein oder zweimal unzufrieden sind, auch was man jetzt hört, haben sie doch immer die Energie, das dann auch so zu benennen. Aber nicht, dass es vom Spirit runtergeht. Wenn wir uns Real Madrid, Barcelona, Manchester City und die Bayern anschauen. Offensiven sind alle gut. Wer hat die beste Defensive? Puh, Barcelona hat ganz wenig Gegentore auch nur bekommen, muss man sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bayern sehr, sehr stabil wirkt. Klar, ich entscheide das zwar nicht, aber Boateng, Hummels, wenn sie dann in Topform sind, Kimmich, Alaba, du hast Rafinha noch, Süle hat eine super Entwicklung genommen. Das wirkt sehr, sehr stabil. Wir wissen nicht, Sven Ulreich macht das überragend, aber es gibt überragend noch einen drüber. Wenn er dann vielleicht auch noch in den entscheidenden Momenten zurückkommen kann, defensive Mittelfeld, Javi Martinez wieder in einer super Form, der ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann. Also, dass im Defensivbereich dann auch vieles erst einmal stabil steht und davon sind sie sowieso gut. Also, sagen wir einfach, Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt die Champions League. Wolfgang, bitte wieder. Haben Sie recht? Mit was? Offensive gewinnt Spiele, Defensive die Champions League? Ich glaube, das kann man heutzutage nicht mehr so sagen, wenn man sieht, wie die Defensive nach vorne mitarbeitet, wie die Offensive nach hinten arbeitet. Viele Tore werden über die Außenverteidiger vorbereitet und die Offensivspieler machen die Wege nach hinten. Ich denke, das muss ein Konstrukt von der kompletten Mannschaft sein, um erfolgreich zu sein. Aber vielleicht war der wichtigste Schachzug von Jupp Heynckes, das haben wir gerade eben jetzt besprochen bei der Einspielung, Javier Martinez, der das Champions-League-Finale gegen Dortmund mitentschieden hat auf der 6. Der bei Guardiola da wenig gespielt hat und auch bei Ancelotti eher dort nicht so gelitten war. Und dadurch hast du diesen Block eben. Wenn diese vier, die Matthias Sammer gerade sagt, spielen, Hummels und Boateng in Form, davor Martinez, hinten Ulreich, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat, der ist kein Neuer, aber mit dem kann man, könnte man die Champions League gewinnen, dann hast du diesen Defensivblock. Und wenn Ribéry und Robben, wenn sie spielen sollten, und das hat ja Jupp Heynckes initiiert, auch nach hinten arbeiten. Das war ja entscheidend damals fürs Triple, weil die zwei sind ja nicht bei der Mittellinie stehen geblieben, sondern Jupp hat gesagt, wenn ihr nicht nach hinten lauft, spielt ihr nicht. Ja, und jetzt laufen sie nach hinten, die Jungs, und wir freuen uns auf alles, was noch kommt vom FC Bayern München. Champions League geht weiter, jetzt sind wir unter den letzten acht. Juve, Real, Liverpool, Man City, auch klasse Partie, Klopp gegen Pep und wir haben Barca gegen Roma. Und jetzt kommen wir in die Europa League und wir müssen über Borussia Dortmund sprechen. Ja, leider. Das Spiel haben wir alle gesehen, wir haben leider beide Spiele gesehen. Leider muss man sagen, Giovanni, was ist aus der Borussia geworden und was war das gestern für einen Auftritt bzw. zwei Auftritte gegen Salzburg auszuscheiden aus der Europa League? Also das war viel zu wenig. Das hat der Trainer dann nach dem Spiel auch gesagt und klar gesagt. Also Wort gefunden für seinen Spieler, weil so geht's nicht. Also man muss Kampf annehmen, man muss alles geben, um dann einen Sieg zu feiern. Und die wussten von vorne, die mussten Tor schießen. Aber das war viel zu wenig. Also das war auf meine Sicht so schade für das deutsche Fußball. Weil Borussia Dortmund hat so einen großen Namen, einen Stellungswert im Fußballbereich. Und gestern, also war gar nichts. Ja, vor allem, wenn man auch die Qualität sieht, was auf dem Platz gestanden ist, nach vorne, dann ist es einfach zu wenig gewesen. Und gerade in dem Stadion in Dortmund, wo Dortmund natürlich in der Offensive normalerweise immer ein Feuerwerk abfackelt und reichlich Chancen sich rausspielt. Aber die haben ja gestern, glaube ich, zwei Chancen gehabt, wenn man sagen kann, zweimal aufs Tor geschossen. Und das ist natürlich gegen eine Mannschaft aus Österreich nicht allzu viel, ja. Vor 40 Jahren haben wir mal in Cordoba gegen Österreich, das war die Nationalmannschaft, verloren. Genau 40 Jahre her, 1978, Fritz, korrigier mich bitte. Der Krankelburli. Der Krankelburli, genau, du da weißt, haben wir verloren. Wer das ist. So, jetzt hat Dortmund, sie haben es im eigenen Stadion verloren, aber gestern hatten wir uns was ganz anderes erwartet. Also völlig unerklärlich für mich ist vor allem, dass man in der jetzigen Phase des Wettbewerbs, die Europa League, anscheinend immer noch nicht so richtig ernst nimmt und gar keinen Bezug zu diesem Wettbewerb findet. In den Gruppenspielen kann man das vielleicht noch nachvollziehen bei der einen oder anderen Mannschaft. Aber jetzt, wo ja wirklich das Finale schon irgendwo in Sichtweite ist, wo wirklich eine realistische Chance auf einen Titelgewinn besteht, dann so eine
Vorstellungen abzuliefern, wo man dann hinterher sagen muss, wir haben viel zu wenig investiert. Das ist für mich völlig unverständlich und das zeigt aus meiner Sicht auch, dass da Grundlegendes weiterhin im Argen liegt, einfach in dieser Mannschaft. Ich würde noch gerne von den beiden Trainern wissen, bevor wir einmal kurz in die Werbung gehen. Stöger war immer ruhig, besonnen, hat sich immer vor die Mannschaft gestellt. Das hat ihn ausgezeichnet in Köln und jetzt auch in Dortmund. Jetzt ist er zum ersten Mal nicht ausgeflippt, aber er hat die Mannschaft kritisiert und auch einzelne Spieler. Ist das ein Zeichen? War das geplant von ihm? Nochmal, wir Trainer sind ja nicht hier, um über andere Trainer irgendwo kritisch zu sein oder zu diskutieren, sondern ich glaube, dass es wichtig ist zu analysieren, warum Borussia Dortmund jetzt ausgeschieden ist, dass für den deutschen Fußball natürlich eine Katastrophe ist. Das kann aber, wie gesagt, ein Stilmittel sein, um diese Mannschaft jetzt für die restlichen Meisterschaftsspiele aufzuwecken, zu sagen, Jungs, so geht's nicht weiter. Also das muss ja auch, ist ja häufig auch abgesprochen mit dem Sportdirektor, der dann auch mit eingreift, mit dem Trainer auch spricht, weil der Trainer braucht auch mal Hilfe vom Sportdirektor, der kann nicht alles entscheiden. Und das finde ich wiederum gut, das hat der Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht, gerade unter Klopp, Zorc und Watzke zusammen Dinge entschieden. Das habe ich früher auch schon immer gelobt, hat mir sehr imponiert. Und da muss man halt wieder dann hinkommen. Und weshalb er das gesagt hat oder nicht, kann ich nicht sagen und kann ich auch mich nicht kritisch darüber äußern, sondern einfach nur Fakt ist, dass er das vielleicht gesagt hat als Stilmittel, um die Mannschaft aufzuwecken. Es geht nicht um die Kritik jetzt an Stöger. Es geht darum, wie enttäuscht man sein muss als Trainer, dass man sich nicht vor die Mannschaft stellt, sondern dass man sagt, das war nix. Ja, aber er hat sich ja die ganze Zeit vor die Mannschaft gestellt. Und das sind gut bezahlte Profis, dann müssen sie auch mal mit Kritik umgehen können. Ja? Also ich glaube nicht, dass er jetzt die Mannschaft niedermachen möchte. Er wird die heute auch wieder aufgebaut haben und wird heute mit ihnen gesprochen haben. Aber man darf als Trainer sich auch mal ein bisschen kritisch äußern. Ja, man muss die Spieler nicht immer nur streicheln. Aber einen Satz kann ich schon noch sagen. Er hat gesagt, die haben uns so aggressiv angelaufen, die Salzburger. Und wir können uns nicht dagegen wehren. Das kann die Mannschaft nicht. Das ist sie nicht gewohnt. Wenn du gesehen hast, wie Sokratis und Sagadi, Sagadu oder wie der heißt. Sagadu immer noch. da Fehlpässe spielen, was da für eine Unsicherheit. Bürki war der stärkste Mann einer Mannschaft, die mindestens 2 Tore hätte schießen müssen. Das war ein Armutszeugnis. Also da wird man jetzt sehr aufmerksam zuschauen müssen. Du musst nichts mehr sagen zum Trainer, wie Michael Zorc und Watzke jetzt mit dem Trainer zusammen das arrangieren werden. Weil da merkt man schon, es ist noch kein Bruch, aber Stöger ist angeschlagen. In der Meisterschaft haben sie ja, glaube ich, gute Ergebnisse erzielt, also punktemäßig. Und von daher müssen sie jetzt da weitermachen. Ja, aber wenn du die Spiele anschaust, also gegen Augsburg, dann haben sie gegen Frankfurt 2 ganz späte Tore geschossen, haben in der Champions League überhaupt kein Spiel gewonnen, in der Euroleague auch kein Spiel gewonnen. Also was unterscheidet die Dortmunder vom HSV? Die machen in der Meisterschaft auch keine Punkte. Und zum HSV kommen wir gleich, Fritz. Elegant. Jetzt schon, gell? Ich wusste, dass dir die Übergabe, der Übergang gefallen würde. Beim HSV, Bernd Hollerbach, haben alle mitbekommen, nach 49 Tagen entlassen und der bisherige Amateurcoach soll es den Fußball neu erfinden. Und deshalb die Frage, rennt der Dino mit Anlauf in den Abgrund? Da reden wir gleich drüber nach der Werbung. Und wir sind zurück beim Kicker TV Talk und wir kommen zum Dino, wir kommen zum Hamburger Sportverein. Und in diesem Jahr sieht es wirklich so aus, Timo Müller, als würde es den HSV erwischen. Bernd Hollerbach, 49 Tage, 7 Wochen war er im Amt. Und jetzt ist er wieder weg. Ist das nicht die Höchststrafe für einen Trainer? Ja, der Trainerwechsel mutet zunächst mal natürlich total chaotisch an, wenn man sieht, nach 7 Spielen ist ein Trainer wieder weg, der gerade erst geholt wurde. Aber man muss auch sehen, die Führungsebene beim HSV ist natürlich jetzt eine andere gewesen als zu dem Zeitpunkt, an dem Bernd Hollerbach verpflichtet wurde. Sprich, Bernd Hoffmann, der neue starke Mann als Aufsichtsratschef, möglicherweise auch künftig im Vorstand, zumindest diese Spekulationen gibt es ja, der wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, Bernd Hollerbach zu verpflichten. Insofern ist jetzt dieser Trainerwechsel auch nochmal eine, wenn man so will, logische Fortsetzung gewesen von der Entlassung des Vorstands Herbert Bruchhagen und des Sportchefs Jens Todt, die ja auch die Trainerverpflichtung Bernd Hollerbach zu verantworten hatten. Und zu Bernd Hollerbach ist zu sagen, dass er der Mannschaft zwar eine gewisse Stabilität vermittelt hat, aber natürlich mit 3 Punkten aus 7 Spielen jetzt auch kein Hoffnungsträger mehr für die Zukunft über die Saison hinaus war. Die nächste Frage ist Christian Titz, der jetzt geholt wurde. Kann der ein lang- oder mittelfristiger Hoffnungsträger sein?
Auch da darf man die Frage, warum ist der geholt worden? Der Christian, ist er nicht geholt worden? Er kommt ja aus dem Verein, aus der U21. Steht der jetzt für den Neuaufbau? Oder für Hoffnung? Oder wie würdest du sagen? Von einem Neuaufbau kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sprechen, sondern erst dann, wenn der neue Sportchef feststeht, den Bernd Hoffmann verpflichten will und wird. Jonas Bolt von Leverkusen gilt ja oder ist der Top-Favorit. Und der Mann, ob es dann Jonas Bolt sein wird oder ein anderer, der dann der Sportchef ist, der wird die Weichen stellen für einen Neuaufbau. Christian Titz muss jetzt erstmal das Beste aus dieser Situation machen und die Saison mit Würde zu Ende bringen. Und dass er jetzt vom Verein schon wieder als ein Hoffnungsträger für die Rettung verkauft wird, das ist meiner Ansicht nach eher kontraproduktiv. Man müsste ihn jetzt einfach machen lassen, sagen, macht das Beste aus der Situation. Er versucht ja sehr, sehr viel zu bewegen, vielleicht auch zu viel, hat 2,5 Tage lang mit 33 Spielern trainieren lassen, dabei etliche Nachwuchsspieler aus seiner U21 mit hochgezogen. Hättest du das gemacht, Jens? Es geht um Abstiegskampf. Wir haben noch 8 Spieltage. Er will jetzt dominant spielen, er will Ballbesitzfußball spielen. Geht das als Trainer, er 33 Leutchen holen? Können U21 Spieler überhaupt Abstiegskampf? Ist das eine Maßnahme, die man nachvollziehen kann als Trainer? Ja gut, er wird da irgendeine Idee haben für sich, warum er das macht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne, warum er das macht, was für Trainingsformen er sucht. Und deshalb aus der Ferne ist es unheimlich schwer. Er macht sich Gedanken, will Dinge verändern und entscheidend ist, ob Punkte dabei rauskommen, beziehungsweise die Art und Weise, wie dann gespielt wird. Muss der das machen als U21-Trainer und Angestellter des Vereins, wenn er gefragt wird? Oder hätte er auch abwinken können und sagen können, nee, lass mal, ich fange in der zweiten Liga lieber an. Naja. Weil das wird ein Abstieg sein in der Geschichte des HSV. Und wer die Stadt kennt und die Leute und die Tradition, dieser Name wird immer mit dem Abstieg des HSV verbunden sein. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt derjenige ist, der dann abgestiegen ist mit dem HSV. Also das würde ich jetzt mal für mich persönlich nicht so sagen, weil das Ding ist schon zerfahren. Er kann sie jetzt nur noch retten, er kann nur noch gewinnen. Wie gesagt, wenn er die Chance bekommt, ist ja nicht so, dass er schon 34 Bundesligisten hat als Trainer, dann kann er die wahrnehmen. Ich weiß auch nicht, was der Verein ihm erzählt hat, was sind die Perspektiven. Bleibt er Trainer in der zweiten Liga? Wie gesagt, grundsätzlich wünsche ich natürlich dem Verein, dass sie drinbleiben. Es ist ein Riesenclub mit tollen Fans und es wäre schade, wenn sie absteigen. Wenn sie denn absteigen, ist aber auch wieder eine Chance für einen großen, für was ganz Großes wieder, für einen Neuanfang, wo man vieles dann verändern kann. Nochmal wünschen tue ich es Ihnen natürlich nicht. Und das ist für Trainer ein ganz großes Risiko, ne? Also so einen Verein zu übernehmen und dann alles auf einmal umstellen. Aber wenn es gut geht und dann sagt alle, super, der hat es hingepackt. Abwarten. Denk an Nagelsmann, nur eine kurze Einflechtung. Das war ja auch quasi ausgeschlossen damals, als der übernommen hat mit der TSG Hoffenheim. Der hat es geschafft. Favre, ein anderer Typ, hat es mit Gladbach geschafft. Kohfeldt hat es auch geschafft, aber die hatten alle ein bisschen mehr Zeit. Weinzierl hat es geschafft. Also, wir haben noch 8 Spiele. Mal 3, 24 Punkte. Was mir aufgefallen ist, der HSV hat seit 2010 sich immer wieder eigener Leute bedient. Co-Trainer Michael Oenning, Joe Zinnbauer war, glaube ich, hat die zweite Mannschaft trainiert. Selbst Sportdirektoren wie Arnesen, Manager wie Knäbel haben es dort versucht. Das hat alles nicht geklappt. Also soll es jetzt gerade bei Titz klappen? Wir wünschen es ihm, aber es gibt die Beispiele. Die letzte Saison, in der es gut gegangen ist, da war der Herr neben mir war Trainer, Platz 7. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Das klingt, als wäre es 100 Jahre weg. Thorsten Fink ist 7. geworden und musste dann gehen. Und da hat eigentlich der Niedergang des HSV angefangen, nach der Saison, in der Thorsten Fink nicht mehr Trainer war. Hast du das noch mitverfolgt und ist dir das jetzt noch irgendwie, schaudert es dir da, wenn du sagst, warum musste ich da eigentlich gehen und warum hat das nicht funktioniert? Nein, das Thema habe ich jetzt schon lang abgeschlossen. Also wie gesagt, ich habe 2 hervorragende Jahre beim HSV gehabt. Wir haben das, im ersten Jahr sind wir nicht abgestiegen, ich bin als 18. gekommen. Das war übrigens das einzige Spiel, was Frank Arnesen gemacht hat, weil der neue Trainer, also ich noch nicht da war, hat er die eine Mannschaft gehabt, hat die 3 Punkte geholt, hat dann aufgehört. Ja, aber schon er komisch. War sehr erfolgreich, weil er 3 Punkte geholt hat. Ja, das war schon sehr komisch. Guter Schnitt, würde ich schon sagen. Aber, ja, und ich habe mit Frank Arnesen sehr gut zusammengearbeitet und die Zeit war
für mich sehr erfolgreich und wir haben einiges entwickelt. Natürlich hat der Verein große Ziele. Das heißt, man wollte in die Europa League kommen, das hat man damals nicht geschafft. Und deswegen hat es dann am Ende nicht mehr gereicht für mich. Bruno Labbadia hat etwas Ähnliches geschafft, hat die Mannschaft auch gerettet in seinem ersten Jahr, im zweiten Jahr Zehnter. Das wäre auch ein Platz, da würde man träumen heutzutage beim HSV. Aber weil du gesagt hast, mit ihm begann der Niedergang. 2010 war Armin Fee in Diensten, 2-Jahres-Vertrag und nach einem Jahr hat er gesagt, ich höre auf, es geht nicht mehr um Fußball. Seit 2010 13 Trainer, da ging es los. Das zeigt ein Grundproblem auch beim HSV. Der Jens Keller kennt es vielleicht ähnlich, ein bisschen ähnlich aus Schalke, dass letzten Endes eine Atmosphäre in und um diesen Club herrscht, dass einfach nichts gut genug ist. Als Thorsten Fink Siebter war, hat man wahrscheinlich gejammert, dass man nicht Sechster wurde, genau, als Bruno Labbadia im zweiten Jahr Zehnter war. Da gab es auch eine latente Unzufriedenheit, obwohl der Verein sich ein Jahr vorher ja gerade ganz, ganz knapp und glücklich über die Relegation gerettet hatte. Da war Platz 10 zu wenig. Man hat immer den Gedanken, man muss europäisch angreifen. Und das ist auch so eine Atmosphäre in diesem Club, die natürlich alles andere als leistungsfördernd ist. Ja. Und es gibt und noch eins zu Fritz, zum Vergleich mit Julian Nagelsmann oder auch mit Markus Gisdol, der 2013 in Hoffenheim was Ähnliches geschafft hat. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied jetzt zu Titz, denn bei Julian Nagelsmann war schon klar, dass er in der Saison danach Cheftrainer werden soll. Also da war ein Plan dahinter. Markus Gisdol hat damals in Hoffenheim gesagt, wir arbeiten völlig tabellenunabhängig an einem Neustart für die Zukunft, egal ob wir nächstes Jahr in der ersten oder zweiten Liga sind. Und Christian Titz wird jetzt aber präsentiert als Hoffnungsträger für eine kurzfristige Rettung in dieser aussichtslosen Situation. Und das ist eine Erwartung, die er gar nicht erfüllen kann. Und damit ist die nächste Enttäuschung schon wieder programmiert. Ja, weil der Plan, wo ist der Plan? Das frage ich mich. Christian Titz hat schon einen Plan vom Fußball, aber das ist ein Plan, der allem widerspricht, was der HSV bis jetzt gespielt hat. Aber spielt dieser Christian Titz eine Rolle? Spielt der Christian Titz überhaupt eine Rolle im Plan des HSV? Das ist die Frage und das ist für mich auch nicht artikuliert worden. Ich habe es nicht verstanden. Das kann man schon deshalb ja nicht beantworten, weil der neue Sportchef noch gar nicht feststeht. Also wer soll ihm die Perspektive jetzt schon geben über die Saison hinaus? Das geht ja noch gar nicht. Nach wie vor chaotische Verhältnisse in Hamburg. Absolut. Einfach mal absteigen. Wir kommen dann wieder. Keine Frage, ist das wirklich so einfach? Werden wir gleich klären. Aus der zweiten Liga gleich wieder hoch. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wir sind zurück beim Kicker TV Talk und wir haben gerade über potenzielle Absteiger gesprochen, über den Hamburger Sportverein vor allem und den Wiederaufstieg, den verkünden ja alle Absteiger ganz automatisch als Ziel, aber ganz selten führt dieser Ehrgeiz erst richtig nach unten. Das hat der Kollege David Bayer festgestellt. Ob Kaiserslautern oder München, ob Duisburg oder Bochum. Die Bilder ähneln sich überall. Wenn das letzte Fünkchen Hoffnung, der Enttäuschung und Trauer weicht, wenn es nichts mehr zu retten gibt und die Gewissheit besteht, dass der Abstieg besiegelt ist. Der erste FC Kaiserslautern, einst deutscher Meister und Pokalsieger, zuletzt 2012 aus der Bundesliga abgestiegen, steht jetzt am Tabellenende von Liga 2. Vom Glanz von früher ist nicht mehr viel zu sehen auf dem Betzenberg. Der FCK steht kurz vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit. 2004, der Niedergang der Löwen. 1860 München steigt aus der Bundesliga ab. Einst die klare Nummer 1 in München, mittlerweile in der Regionalliga gelandet. Nicht nur sportliche Gründe führten zum Absturz eines weiteren Traditionsvereins. Oder der MSV aus Duisburg, abgestiegen 2008 zum sechsten Mal aus der Bundesliga. Es folgte der Zwangsabstieg in Liga 3. Seitdem pendeln die Zebras zwischen den Welten. Kontinuität und Stabilität, sportlich und finanziell, in Duisburg Fremdwörter. Dem Nachbarn aus Bochum ergeht es ähnlich. Die Unabsteigbaren konnten 2010 mal wieder die höchste deutsche Spielklasse nicht halten. Seitdem versucht man sich in Liga 2. Aktuell steht der VfL auf dem 15. Platz,
Die dritte Liga ist schon mit bloßem Auge zu sehen. Eins haben sie alle gemeinsam. Der Abstieg aus der Bundesliga schmerzt. Selbst große Traditionsvereine schaffen ihn nicht, den sofortigen Sprung zurück in die erste Bundesliga. Der Rückschritt als neue Chance, für sie pure Träumerei. Absteigen in die zweite Liga, einmal waschen, föhnen, schuldenfrei und dann wieder hoch in die Fußball-Bundesliga. Viele haben gesagt, das würde dem HSV gut tun und das könnte funktionieren, so diese selbstreinigende, dieser Abstieg in die zweite Liga. Ist sowas so einfach? Na, ist schwer zu sagen. Also als allererstes Mal muss man jetzt ein gutes Team finden insgesamt. Und das muss ein Trainer sein, also vielleicht jetzt der Trainer, der jetzt da ist, ein guter Sportdirektor und ein Präsident. Und die drei müssen absolut zusammenhalten. Und dann gibt man kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele vor. Und da muss jeder mitgehen. Und wenn man das so eine, dann kann auch keiner was sagen. Und ich glaube, da gibt es immer wieder gute Beispiele wie bei Freiburg oder auch andere Vereine, die das immer wieder schaffen. Und wenn dieser Kern stimmt, dann wird der Verein wieder Erfolg haben. Und die dürfen sich auch nicht reinreden lassen von irgendwelchen anderen Leuten. Und ich glaube, das ist die Basis, um in diesem Verein auch wieder Erfolg zu haben. Hannover, Stuttgart sind gleich wieder gekommen. Bei denen hat es funktioniert. Was ganz entscheidend ist, dass man mit Demut die Sache angeht. Dass man nicht sagt, ja, wir gehen runter, wir packen das und wir sind der große HSV oder auch große Vereine, sondern mit Demut die zweite Liga angeht. Dass man weiß, man muss wirklich arbeiten. Man muss ein Team, die auch Zweitliga-Erfahrung hat, den einen oder anderen drin haben. Man kann nicht nur mit schönem Fußball und man hat gesehen, auch Stuttgart und Hannover haben sich letztes Jahr unheimlich schwer getan. Sie sind so auf der Zielgeraden dann, sind sie ins Laufen gekommen. Aber am Anfang, oder die Vorrunde, haben sie auch große Probleme gehabt in der zweiten Liga. Und ich glaube, wenn alle das Umfeld, der Verein, die Demut hat, in der zweiten Liga das anzugehen, dann kann man das wieder schaffen. Wenn man da reingeht und sagt, naja, kein Problem, zweite Liga, gehen wir hoch, dann wird es zum Scheitern verurteilt. Geld spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Es ist immer so, dass diese Traditionsvereine sagen, eine Saison in der zweiten Liga können wir uns noch leisten. Also wir haben das Pouvoir sozusagen, aber du verdienst natürlich weniger Fernsehgeld, Zuschauereinnahmen werden schwächer, Sponsoren zahlen weniger. Also das ist schon ein Hasardritt, den du da hinlegen musst. Und ganz entscheidend wird sein, weil das ist ja das große Problem des HSV seit 100 Jahren so ungefähr, dass die Mannschaft ordentlich zusammengestellt wird, wie Jens gerade sagt. Das ist ja das größte Defizit überhaupt. Da haben sich so viele Sportdirektoren versucht zu etablieren und haben die Mannschaften nicht gut zusammengestellt. Seit Jahren passt das einfach nicht. 9 Trainer, 6 Sportdirektoren, 4 Vorstandschefs. Dann kann es doch nicht gehen. Jeder hat eine andere Idee. Das haben andere Vereine nicht geschafft in der kompletten 100-jährigen Historie. Jetzt sage ich jetzt mal übertrieben. Reicht nicht ein Präsident, ein Sportdirektor, ein Trainer? Da kann ich als Fan was damit anfangen. Da sind die Aufgaben klar verteilt. Und die reden auch nicht von den Aufsichtsräten in München oder Vorstandsmitgliedern. Höre ich eigentlich ganz selten was. Muss man nicht einfach mal so im Kämmerlein Entscheidungen treffen, klack, 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 neu strukturieren und einfach mal die Klappe halten nach außen? Das ist bei diesen Traditionsvereinen natürlich insofern schwieriger als vielleicht in Freiburg, als es sehr viele Leute gibt, die sich auch persönlich profilieren wollen, ob im Verein oder auch in der Öffentlichkeit. Jetzt Stichwort Aufsichtsrat. Und es ist eben Beleg für diese Ex- und Hop-Mentalität. Letzten Endes ist nichts gut genug. Man hat keine Geduld. Man will kurzfristig muss immer wieder der nächste Schritt kommen. Und das Ergebnis ist dann so eine chaotische Zusammenstellung an Sportdirektoren, Trainern und so weiter. Und das ist ja auch der Grund letzten Endes des Abstiegs. Das ist dann nicht Bernd Hollerbach und auch schon gar nicht Christian Titz und auch nicht Markus Gisdol und auch nicht Jens Todt, sondern letzten Endes genau diese Historie. Und zur zweiten Liga, wie der Fritz sagt, entscheidend ist, welche Mannschaft wir dann auf dem Platz stehen. Es gibt ja jetzt aus dem jetzigen Profikader gibt es ja kaum noch Hoffnungsträger, die man überhaupt behalten will, die man auch behalten kann, bei denen man sich vorstellen kann, da sind Leistungsträger für einen Wiederaufstieg. Das heißt, es wird einen ganz großen Umbruch geben müssen, den dann der neue Sportchef zu verantworten hat. Und deshalb besteht auch jetzt schon wieder ein Zeitdruck, diesen neuen Sportchef möglichst schnell zu finden. Denn wir haben jetzt Mitte März und ich weiß nicht, ob die Spieler bis Mai warten, bis dann der HSV anklopft. Auch wenn der sicher für viele in der zweiten Liga auch eine attraktive Adresse sein wird. Ja, aber Jens Keller weiß, wie schwierig es ist, aufzusteigen. Platz 4 mit Union und trotzdem entlassen worden. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, jetzt sind sie 8 und werden mit Sicherheit nicht aufsteigen.
Hättest du nicht gewünscht, da vielleicht noch ein bisschen was beitragen zu können? Oder mit welchem Blick schaust du jetzt da drauf auf deinen ehemaligen Verein, der jetzt Achter ist? Ja, es tut natürlich weh, weil es ja die Mannschaft auch ist, die ich zusammengestellt habe und auch der Überzeugung bin, dass sie die Qualität hat, um oben mitzuspielen. Was jetzt da ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht vor Ort und ja, ich habe das zu akzeptieren und der Verein hatte die Idee und... Ja, also so das Problem, vielleicht ganz kurz, um das noch zu sagen, das kann er selber vielleicht nicht sagen. Also man wollte letztes Jahr aufsteigen, weil plötzlich die Chance da war. Das war ihm zu verdanken und seinem Team. Und dieses Jahr hat man gesagt, okay, Hannover ist weg, Stuttgart ist wieder oben. Diesmal müssen wir es schaffen. Dabei weiß man doch, das sehen wir auch in der Bundesliga hinter Bayern, jeder kann jeden schlagen. Es ist sogar schwieriger, in diesem Jahr aufzusteigen. Ich glaube, die haben da bei Union in der Försterei die Nerven verloren. Ja. Warum die den vor die Tür gesetzt haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Würdet ihr beide, Thorsten und Jens, wenn man euch fragen würde, wenn der HSV-Abstieg feststeht, mit euch beiden etwas aufbauen und den Traditionsverein versuchen, zurück in die Bundesliga zu führen? Ist es eine Überlegung wert bei so einem Verein? Ja, zu wenig Geld, verdient er ja zu wenig Geld. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Geld. Ja, das sind aber Dinge, die man hier nicht. Der Verein macht sein Ding und die ich jetzt hier nicht diskutiere oder sonst irgendwas. Ja, aber die Nummer, die dürfen wir weitergeben. Ja. Nein, mich ist nicht hier. Der war jetzt erst im Urlaub, der braucht Ruhe. Der braucht Ruhe. Giovanni, würde man den HSV... Würdest du das machen, wir Giovanni? Wir wurden in der zweiten Liga spielen. Wann wärst du endlich Trainer? Für dich wäre das doch eine Aufgabe. Nein, um Gottes Willen. Danke. Ich denke so, also HSV, die haben jetzt noch Spielen zu absolvieren, die sind noch nicht abgestiegen. Die muss die alles geben und versuchen irgendwie nochmal hochzukommen. Weil was ich alles hier gehört habe, wenn die zweite Liga geht, ist noch schlimmer, wird noch schlimmer. Weil die sind planungslos, unprofessionell wird dort gearbeitet. Also es wird hart. Ich würde gerne noch einen kleinen Ausflug machen. Lass uns den nach der Werbung machen, wir sind gleich wieder da. Gleich, Fritz. Gleich sind wir wieder da. Dann machst du den Ausflug. Du bist der Chef. Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir. Ah, paar Minuten. Jetzt kommt der Kulminationspunkt dieser Sendung. Fritz, der kleine kurze Ausflug. Ob es jetzt noch passt, weil wir so viel über fehlende Kompetenz von Funktionären im Fußball sprechen und warum die Bayern sich von der Konkurrenz so sozusagen abgesetzt haben. In über 40 Jahren haben die Bayern zwei Manager gehabt. Der eine war Robert Schwan bis 77 und der andere war Uli Hoeneß. Und als dem Uli mal schlecht ging, Anfang der 90er Jahre, als es ein bisschen drunter und drüber ging, hat er gesagt, Franz Beckenbauer und Kalle, bitte kommt rein, beide Vizepräsidenten. Der eine ist Präsident geworden, der andere war Außenminister und hat das operative Geschäft gemacht. Das ist der eigentliche Grund, warum die Bayern mit ihrem Olympiastadion irgendwo im Orkus sind. Im Vergleich zu den anderen. Wird der FC Bayern am Sonntag Meister? Würde funktionieren, wenn Dortmund und Schalke nicht gewinnen und Bayern in Leipzig? Was meint ihr? Das wäre eine Schale im Schnee. Gab's noch nie. Wäre der früheste Meister in der Bundesliga-Geschichte. Die Spannung wird dann um eine Woche verschoben, wenn es nicht so wäre. Also, dass es so kommt die nächsten Wochen, denke ich, ist klar. Und ob es jetzt schon am Wochenende ist. Zwei Wochen, weil da ist Länderspielpause, dann kommt Dortmund. Das würde auch passen. Dann werden sie ja endlich mal zu Hause Meister werden. Ihr habt so gut getippt, dieses Freitagsabendspiel. Wart beide ganz nah dran. Ganz kurzes Handzeichen. Kommt Bayern ins Halbfinale in der Champions League? Wer glaubt ja? Hand hoch. Oh, Fritz. Oh, bisschen Spiel. Großartiges Ende. Ihr bekommt von uns noch das offizielle Olympiabuch. Da kommt die Amelie. Amelie, du musst aber schnell sein, weil wenn ich die Musik höre, ist es fast vorbei. Im Handel erhältlich das offizielle Olympiabuch von Eurosport. Dankeschön. Die verteile ich. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Danke. Sonntag Dankeschön. Übrigens 13.30 Uhr. Dortmund gegen Hannover, unser Danke. Eurosport Sonntagsspiel. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, schönen Restabend noch. Servus.